Okay, wir brauchen noch mal vier Perlen. Ich würde sagen, wir schnappen uns nach dem im Eck und dann gehen wir mal ganz kurz in die Stadt zurück. Oder? Nee, komm, wir sammeln diese drei Perlen jetzt noch ganz kurz zusammen. Dann können wir die abgeben. Ich weiß nicht, wie viel XP die geben, aber wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht das Level up zusammen und können gleich die nächste Quest mitnehmen. Na, das ist ja ganz praktisch. Schauen wir mal. So, da hätten wir nochmal eine. Das heißt, wir brauchen jetzt noch mindestens zwei Monster dieser Art. Ich schalte gerade mal eins weiter. So. Ich muss die Tage auch mal meine Playlist erweitern. Muss die Musik raussuchen. Mal gucken. Das ist im Prinzip immer noch genau die Standard-Playlist, mit der wir angefangen hatten. Ich meine, mich stört es ja nicht, aber irgendwann wird es schon auch eintönig, ne? Ein paar Lieder sind von Ori and the Blind Forest, das ist dann dazu gekommen. Ich habe mir da jetzt das ganze Album geholt und von dem her. Eine noch. Das zum Beispiel ist das Light of Nibel. Alter, ich liebe diesen Soundtrack, ne? Total geil. Total geil, ich liebe diesen Soundtrack. So. Bei Ori and the Blind Forest stecke ich auch gerade ein bisschen fett. Oh Mann. Da stecke ich gerade ein bisschen fest, muss ich gestehen. Die genaue Problematik sieht man dann in Folge 25 etwa. 24, 25. Joa. Gespoilert wird nicht, aber ich stecke gerade ein bisschen fest. Ich hoffe, wir kriegen das in der nächsten Aufnahmesession gelöst. Scheint so ein bisschen rätselhaft, ne, die Stelle. Gut. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Lied, wo wir den Gänsebaum hoch mussten. Ja, das ist das Lied, glaube ich. Oh, Instant Gänsehaut, Alter, ich liebe es. Du kannst gerade mal gehen. Ich brauche ihn nicht. Was ich brauche, bist du. Und von dir brauche ich eine Perle. Machen wir einen Deal? Ja, passt. Dankeschön. Dann gehen wir mal ganz kurz zurück in die Stadt. Und dann geben wir zuerst mal ganz kurz das da ab. So. Oh, wir haben fast Level up. Nice. Vielleicht reicht es ja schon. Würde ich hart begrüßen. Möchte ich meinen. Wir gucken gerade mal. Wir können hier die 32 abgeben. Es wird eng. Es wird sehr eng, Freunde. Oh, scheiße. Das ist nicht wahr. Wegen 33%. Nicht mal. 32 Ungrad. Was haben wir denn noch Köpfen? Wir können da was abgeben. Das sind die normalen. Jo. Lala, wo sind sie denn? 25 hier, oder? Moment. Der will 20 von mir. Ciao, ich bin weg, ne? Ach, Mann. Wie ärgerlich. Oh, ich beiß mich gerade so hart sonst wohin, ne? Wegen nicht mal ganz 40%, ey. Ah, das ist doch blöd. Aber okay, dann machen wir es halt anders. Wir können auch gerade mal ein bisschen die Shops durchgucken, ob da was Interessantes drin ist. Schickes Schwert übrigens, Mr. Wie auch immer du heißt, ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Ja, wir machen gerade mal ein paar Sachen ins Lager und dann schauen wir mal. So, wir haben jetzt sechs Köpfe hiervon. Wenn ich jetzt die dazu packe. 2, 7, nö, reicht nicht. Blöd. Sehr blöd. Okay. Gucken wir mal ein paar Shops durch. Wenn ich was Günstiges sehe, dann nehme ich es natürlich mit. Ne? Aber es muss schon sehr günstig sein, von dem her. Schauen wir mal. Es gibt schon ein paar Leute, die so Sachen verkaufen. Nämlich. Die Kohle hätte, ne? Lalala. Okay. Wir gucken gerade mal ein bisschen durch. Es sind noch weniger Shops geworden. Also vor noch einem Jahr oder zwei. Wärst du mit Jobs durchgucken erstmal eine Stunde beschäftigt?
Interessant. Lalala. Da wird auch Sachen verkauft oder werden Sachen verkauft. 2 Millionen, ah, die scheinen günstiger zu werden. Das würde ich sehr begrüßen. Die 55 ist eigentlich nichts wert. Kriegst du nachher umsonst. Bogenschützensachen könnte ich mal reinschauen. Aber andererseits, für mich brauche ich es ja nicht. Also von dem her, ja. Extra Ausschau halten brauchst du jetzt extra nicht. Okay. Scheinbar ist es aber auch so, dass hier die kleinen Sachen nicht mehr verkauft werden, ne? Früher war es so, dass du hier immer das Zeug bis Level 50 finden konntest, ne? So kaufmäßig. Hier zum Beispiel. Aber heute ist selten geworden, denke ich. 2,5 Millionen, okay. Nee, die drei Shops würde ich mir noch angucken. Dann laufe ich noch ganz kurz hinter und dann. Lalala. Ah, für Dieb gibt es natürlich nichts. 100.000 würde ich sofort machen. Das wäre nice. Okay. Vielleicht jetzt hinten noch ein Shop, der da sitzt. Ich glaube fast nicht. Nee, sitzt nichts. Der verkauft bloß Quests, da bin ich mir ziemlich sicher. In die Ecke sehe ich auch nichts. Okay. Archer Night Thief. There we go. Okay, was hast du denn Schönes? Ein Text von 100. Ist es normal? Ah, nee, okay. Warum hat der 100 Text und die anderen nicht? Ist das ein Bug? 135.000, wobei das geht ja nicht preislich, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das kostet mehr. Wie viel würde denn das ganze Set denn kosten? Also hier kostet es eine halbe Mille. Ich gehe jetzt gerade mal. Wo ist denn der Text noch klein? Ich glaube in Pop-Off. Wobei ich glaube, der verkauft bloß Einzelteile, also nichts Wahres, ne? Ich gehe mal ganz kurz in die Mine gucken. Da vielleicht der Text von Dieb anders ist. Weil, wenn die anderen auf 85 stehen, muss es ein Bug sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Waffen brauche ich jetzt nicht. So, Knight, Archer and Thief. There we go again. Blöd. Sehr blöd. Einen Versuch wage ich noch. Und wenn es hier nichts gibt, beziehungsweise der Text kacke ist, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und es teuer kaufen. Also 15% teurer. Pendler, bla bla. Enter the shop. Okay, hat er keine Rüstungen? Willst du mich verarschen? Der hätte doch mal Rüstung gehabt, oder? Ne, der hat bloß Waffen. 85 Text wäre normal. Ah, okay, ich gehe mal ganz kurz. Das macht mich jetzt fuchsig, ne? Ich will jetzt eigentlich was haben, aber eigentlich will ich dann doch nicht, weil es dann wieder teuer ist, ne? Ah, das ist doch blöd. Sehr, sehr blöd. Wir probieren es gerade mal hier drüben noch. Wenn es hier nichts gibt, haben wir da 10 Minuten vertrödelt. Ich könnte vielleicht noch in Priest gucken. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da was ist, ne? Warte mal, Armor Merchant muss ich gucken. 85er Tex. Okay. Was verkaufst du Schönes? Auch 85er Tex. Hahaha. Pass mal auf, jetzt gehe ich mal hin. Oh, warte, Taste. Drück immer Shift. Ach, siehst du, wir würden 100.000 sparen. Meine Beharrlichkeit hat sich dann doch gelohnt. Ich würde mir vielleicht erstmal die Handschuhe holen. Die kosten so viel. Was kosten die Hosen? Die kosten 114. Ich muss mal gucken. 136 ist das teuerste. 75.000, 56.000, 66.000. Ich hole mir erstmal die ersten beiden Parts. Zack, hätten wir das geregelt. Gut. Ist für Newton Zwech, ne? Weißt du Bescheid.
gucken wir in die Stadt rüber. Ich meine, wir haben mal ein bisschen Kohle, damit können wir hantieren, das ist okay. Wir werden im Laufe des Spiels, denke ich, auch noch die eine oder andere Kleinigkeit finden, die wir dann wieder zu Geld machen können. Und von dem her, ich bin der festen Überzeugung, diese Kohle war jetzt nicht fehlinvestiert. Ich hoffe es zumindest mal. Quests haben wir angenommen. Wie lange hat unser Speed noch? 18 Minuten. Aha, da unten steht jemand. Leider verstehe ich nicht, was diese Leute schreiben. Die schreiben auf Portugiesisch. Ja. Schade, schade. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Vorschau aktivieren. Jawohl. Aber ich hatte gerade schon Angst gehabt, dass ich jetzt seit einer Stunde fast in der falschen Szene aufnehme oder halt das falsche Spiel. Aber Glück gehabt. Also ich habe es bei OBS für diejenigen, die es interessiert, so eingestellt. Ich habe jetzt zwei Szenen. Eine für einen Stream. Da werde ich mal noch dran arbeiten, die ist noch nicht final. Mit der bin ich sehr unzufrieden, aber ich komme nicht wirklich dazu, die zu bearbeiten. Und eine Szene für die Spiele. Das sind alle Spiele aufgelistet, die ich derzeit habe. Und du kannst bei den Spielen hast du so ein Auge dran, ne? Also vorne dran. Und das heißt halt, ob diese Quelle, ne? Ob die angezeigt werden soll oder nicht. Und da kannst du drauf rumklicken, wie du willst auf den Spielen, solange das Auge aktiv ist, also solange es geöffnet ist, ja, wird das Ding trotzdem angezeigt, ne? Und ich habe da jetzt mehrere Spiele drin in dieser Quellenliste. Zum Beispiel Minecraft, Call Online, PUBG, Creativerse und Oriental Blind Forest. Und bei jedem ist das Auge offen. Natürlich ist es jetzt so, ich habe bloß eins der Spiele offen, folglich wird bloß Call Online angezeigt. Wenn ich jetzt Minecraft öffnen würde zum Beispiel, wäre das Call Online-Spiel jetzt nicht mehr zu sehen, weil ich glaube, das geht nach Priorität und da Minecraft eins höher steht als Call Online, wäre es dann nicht mehr sichtbar. Ja, so viel dazu. Also bei OBS gibt es gibt so viele Sachen, die du machen kannst, das ist echt der Wahnsinn, ne? So, auch von den Filtermöglichkeiten und sowas, du kannst streamen, das ist echt. Apropos streamen. Ich habe meinen Twitch-Kanal, ich glaube in der Beschreibung nicht, aber sonst überall verlinkt. Und ich habe vor ein paar Tagen, was jetzt schon wieder ein paar Tage zurückliegt, ich weiß gar nicht. Wann war denn das? Ja, keine Ahnung. Ich meine, vor knapp einer halben Woche war es gewesen. Habe ich einen kleinen Teststream auf Twitch gemacht. Circa eine halbe Stunde. Ich habe versucht zu quatschen. Die Einstellungen haben noch nicht ganz gestimmt. Dieser Teststream dreht sich einfach nur darum, Einstellungen zu testen, Einstellungen zu treffen und zu testen, wie es denn läuft. Und es war halt so, es war bloß Musik und Game Sound zu hören, weil da halt eine Einstellung nicht gestimmt hat. Aber das mussten wir halt erstmal durch. Testen herausfinden. Es sollte jetzt laufen. Ich werde die Tage nochmal einen Teststream machen. Ne? Lohnt sich aber nicht wirklich einzuschalten, weil es wirklich nur um Einstellungen zu überprüfen und lalala und zu gucken, wie es denn läuft. Und von dem her, es wird noch eine Weile dauern. Ich tippe mal so auf Oktober, November, vielleicht auch Dezember, bis wir dann wirklich anfangen können. Aber früher oder später fangen wir an mit Streams, ne? Auf Twitch. Vielleicht packe ich den Twitch-Kanal auch mal in die Beschreibung rein. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Aber da es derzeit noch nicht aktiv losgeht, macht es wiederum nicht so viel Sinn, weil man kann mir da zwar schon folgen, aber was bringt's, ne? Das ist irgendwie, da kommt noch nichts. Aus irgendwelchen belanglosen Teststreams, wo ich teste, ob da irgendwie, ne? Ich muss noch gucken. Ich habe irgendwie bei dem Test hatte ich ziemlich verworfene Frames gab 5%, ob ich das irgendwie fixen kann. Muss ich mal gucken, weiß ich nicht. Ja. So viel zur Geschichte Livestreams. Da kommt noch was, Freunde. Wir könnten eigentlich auch mal hier diese Autogeschichte loswerden, ne? Machen wir gerade mal an. Hätte ich ganz gern so. Zu den Automates ist es so, du hast die hier, die kannst du da unten drin liegen lassen. Und ich drücke jetzt mal nichts, ne? Also ich habe jetzt hier meinen Mauszeiger, das sieht man wahrscheinlich nicht. Und ich mache jetzt mal nichts außer Monster verhauen. Nächster. So, okay.
Nochmal ein Treffer. Oder zwei. Weiß er nicht. Und sobald meine Lebenspunkte unter diesen Marker hier fallen, gleich ist es soweit. Diesen und den nächsten vielleicht noch. Da ist es dann. Sobald das der Fall ist, springt eine automatisch eine Medizin rein, die dann irgendwie heilen sollte, es aber gerade nicht tut. Oh, knapp. Warum geht das gerade nicht? Oder ging nicht? Okay. Toller Vorführeffekt übrigens. Naja. Wir haben es ja überlebt. Die würde ich ganz gern verpulvern, diese Auto-Geschichte, einfach damit es mal weg ist. Das nimmt auch bloß Inventarplatz weg. Das Problem ist, es sind bloß 20 Stück oder was. Oder 30 waren es. Ja, machen wir mal ganz kurz weg, das Zeug. Und dann fehlen uns noch genau, ja, 24% bis zum Level Up. Gut. Hätten wir den auch weg. Ach, das sind die Kleinen, oder? Sind das die Kleinen? Ja, das sind die Kleinen. Ja, kein Wunder, dass ich fast abgekratzt bin. Habe ich noch andere? Nee, okay. Schön. Vielleicht ist der da hinten jetzt da, der Geist. Laufe ich auch gerade mal eine Runde. Nur deswegen kloppe ich mich hier gerade durch, weil mich das gerade interessiert, ob der denn vorhanden ist. Ich meine aber, dass nichts Gescheites verlieren. Maximal bis, ich glaube, Level 37 Sachen. Aber die Sache ist die, wenn du da was bekommst, ist ein bisschen Kleingeld. Wie man gerade gesehen hat, ich bin sehr sparsam. Und von dem her, warum nicht? Wenn wir irgendwie 10.000 rausbekommen, wäre mir das schon ganz recht. Es wäre mir schon ganz recht. So, nur der Vollständigkeit halber, ne, wollte ich gerade mal gesagt haben. So, okay. Dann hätten wir den weg. Und du bist auch raus. Ich laufe gerade noch ein Stück nach hinten. Vielleicht hat er sich einfach noch ein bisschen verlaufen. Das weiß man ja nicht. Andernfalls wurde er gekillt. Wobei ich sehr, für sehr wahrscheinlich halte, dass er gekillt wurde. Weil er steht wieder recht zentral und mitten auf dem Weg immer. Mal probieren kann man es. Ne? Die Devise kennen wir. Hat man beim anderen auch schon gesehen. Der hat auch nichts verloren. Von dem her, why not? Okay, er scheint wirklich nicht da zu sein. Das ist schade. Aber nicht schlimm. Okay, wir müssen jetzt weiter. Den nehme ich gerade noch mit. Und dann. Wir könnten jetzt eigentlich schon abgeben gehen. Uns kann die nächste normale Quest holen. Ich glaube, jetzt sind die Guards dran oder die Fellow Travelers. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne die Quests leider nicht mehr auswendig. Und sobald wir die nächste Quest haben. Ich meine, die geben in den kleinen Levels noch gut XP. Das muss man mal gesagt haben. Ja. Das muss man echt mal gesagt haben. Und dann können wir gleich wieder anziehen. Wie man sieht, Level 35. Und wir kriegen einen kleinen Vorteil, den wir gleich ausnutzen können irgendwann. Wie sieht es mit den Schuhen aus? Okay, Schuhe sind nicht so relevant. Ich klebe fest, voll geil. Und dann gehen wir mal rein. Wir gehen mal hinein und dann können wir hinausschauen. Das ist sehr toll. Dann würde ich sagen, wir kloppen gerade mal unsere 25 Typen da drinnen um. Wahrscheinlich haben wir bis dahin schon Level Up gehabt. Das sind nur noch 19,6%. Yeah! Und ja, 19,21. Bam! Geht gut voran. So, wir haben noch 10 Automates. Und mir fällt gerade auf, nächstes Level bekommen wir wieder so ein tolles Care Package schon gerade online geschenkt. Also, sprich, Briefkasten Spam hoch 10. Der ist jetzt noch leer, wie man eigentlich sieht. Ja, ist leer. Das ändert sich in 10 Minuten, hör mal. So, okay. Ganz kurz da reingegangen.
Bin mal gespannt, was wir gleich an Quests machen müssen. Also diese Quests da in Temp, die finde ich recht interessant, weil die geben ganz gut XP und die sind nicht so lästig, finde ich. Die sind nicht so lästig. Die kannst du nebenbei ganz gut machen beim Verkloppen, das ist okay. Da finde ich jetzt diese Low-Level-Quests da, vor denen ich mich gedrückt habe, die Pumba inzwischen schon alle gemacht hat, die finde ich erheblich schlimmer. Ja. Aber wenn ich dann einmal Level 50 bin und gescheite Skills habe, dann sind die recht easy zu machen, ne? Schauen wir mal. Dann mache ich ein bisschen mehr Schaden, dann. Joa. Der XP nach ist es mir nicht so wichtig, weil. Ja. Ein paar Punkte. Wir sind jetzt schon Level 35 fast. Fehlt nicht mehr viel. Von dem her haben wir nicht so viel verpasst, wie ich finde. Vor allem einige für eine Quest dauern echt ewig, weil das wirklich so ein Gefriemel ist. Ja. Kann man so machen, muss man nicht. Gut. Ich halte mich mal ein bisschen an die Typen, die ich killen muss. Um Zeit und Heiltränke zu sparen. Gut, du bist weg. Mal wieder. Das Schöne ist, den Dingern kannst du die Rübe von den Schultern hauen, ne? Da sparst du auch ein paar Heilmittel. Das ist ganz nice eigentlich. Das kann man machen. Wenn man das macht, dann macht man das. Klingt logisch, oder? Okay, du bist eine Nervensäge, deswegen hau ich dich um. Alles klar. Jetzt haben wir nur noch unsere großen hier. 4200 Stück haben wir noch. Bisschen haushalten damit. Guck mal, da ist gleich der freiwillige Respawn. Gut. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Köpfe zusammen. Dann können wir die auch nochmal abgeben. Ich weiß nicht, was die bringen. Ich hoffe, das lohnt sich. Weil nachher sammeln wir 5000 Dinger und dann lohnt sich das nicht. Und dann was machen wir denn damit? Wäre blöd. Muss man schon mal so sagen. Sieht's denn da aus? Ah, das ist fast Level 2. Fast Level 2, der Kleine. Nun, wir werden noch vor Vollenden der Quest Level Up haben. Stelle ich gerade mal so fest. Und wir können ja eigentlich mal ganz kurz nicht hier, sondern hier gucken. Hier gucken. Wenn ich gerade mal hier hingehe auf Level, der müsste eigentlich etwas über 40 sein, ne? Bin mir gar nicht sicher, wo er ist. Wir gucken gerade mal durch. Obsessed Devil Soldier. Ist es der? Das sind die beiden hier. Da schaue ich gerade mal hin. Kann ich da rein zoomen? Geht das? Der müsste hier in dem Bereich spawnen, wo es blau markiert ist. Ich meine, wir könnten auch so lange hier bleiben, bis der wieder respawnt. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Dann hätten wir halt eine ziemlich lange Aufnahmesession. Oh, 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 oh. Auf die Mappe. So, du musst auch noch weg. Und ciao. Aber ich glaube, der Respawn-Punkt stimmt nicht so ganz. Bin mir nicht sicher. Also eigentlich. Wobei doch, das kann er nicht hinkommen. Ja. Aber wir sind vorhin schon durchgelaufen, der war ja nicht da. Von dem her, ich möchte mich jetzt damit nicht zu sehr aufhalten. Was haben wir da? Ein Twin Blade. Einen. Wenn wir wirklich 20 Stück brauchen, dann ist das arg ätzend und viel zu aufwendig. Das lohnt sich dann nicht zum Machen. Da gehe ich lieber, keine Ahnung, sonst wohin und sammle da Dinger und hab dann mehr davon. Klingt jetzt erstmal ziemlich verwirrend, aber ist doch teils logisch. 10 Stück noch. Hohoho, ich werde langsam müde. Ah ja, das Schöne ist, ich muss nicht direkt schneiden, denn heute kommt Creativerse, das muss ich aber noch schneiden. Ach je. Where am I going? This is my life again.
Mal schauen, wie ich es mache. Aber Kalon, dann muss ich erst heute Mittag irgendwann schneiden. Das reicht dann. Oder vielleicht erst heute Abend. Also, wir haben jetzt gerade den 25.07., ne? Nur mal ganz kurz die Zeitdimension festzuhalten, in der wir uns gerade befinden. Diese Folge kommt genau in 26 Stunden raus. Gut, nee, warte mal. Quatsch. Das ist schon die zweite Folge, die ich aufnehme quasi. Also in 50 Stunden. Gut, hätten wir das auch geklärt, ne? Rechnen scheint um 5 Uhr morgens oder wie spät wir jetzt haben, nicht meine Stärke zu sein. Aber das ist nicht schlimm. So, zwei Stück noch. Da hätten wir einen, da steht nicht der andere. Das ist irgend so ein anderer, random Typ. Oh, Level up, Level up, Level up. Wird es reichen? Wird es reichen? Oh, das gibt's nicht. 0,35 oder was? Okay, ja, das macht nichts. Wir können jetzt ganz kurz abgeben gehen. Ich muss mir auch Teleporter holen. Und dann, lalala, gehen wir mal ganz kurz ab. So. Einmal das da, das war das Level Up. Wir bekommen Post. Ich habe Angst. Und dann geben wir gerade noch diese Quest ab. Siehe da, wir haben schon wieder 2 Bar voll. Sehr schön. Ich weiß, wir können Sachen machen, aber das ist mir gerade sowas von egal. Wir können jetzt erstmal hingehen und unsere Handschuhe anziehen. Sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Und dann würde ich sagen, dass ich sagen würde, dass wir mal gucken, ob wir noch was machen können. Ich glaube, mit 35 kommt nichts Neues, ne? Nee, da ist eine Lücke. Und das können wir hier machen. Auch 36, ne? Ach, blöd, ne? Müssen wir das nochmal machen hier? Habe ich jetzt eigentlich nicht so die Lust drauf, aber wir machen es auch einmal. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass es einfach ist, wenn wir jetzt hier hingehen und da die Quest mitnehmen. Müsste jetzt der Typ da hinterm Haus freigeschalten sein? Ah, ne, der hier. Der dann Bock. Oder dann Bock. Der hat dann Bock, ne? Gut. Was kann ich für dich tun? Ghost of Friends. Okay. Das sind die Guards. Das kommt mir ganz gut, ganz gelegen. Und wir kriegen jetzt erstmal einen Haufen Kram. Okay, davon haben wir schon welche. XP-Steine ganz gut. Sparen wir uns für später. Reparaturgedöns. Was bist du? Ich habe einen übersprungen, oder? Oh, die habe ich gerade erst verbraucht. Mann, Mann, Mann. Okay. Speed-Up, das ist ganz gut. Müssen wir gleich wieder eine benutzen. Oh, dreimal gratis sterben quasi. Und 50 Medium Medicines. Okay. Machen wir uns gerade mal hier unten rein. Und die schmeiße ich da rein und dann weiter geht's. Unsere alten Handschuhe mache ich mal ins Lager. Und dann gucken wir mal, wie das denn hier so aussieht, ne? Passuff, gehen wir hin. Und dann machen wir einfach mal den hier. Ciao. Und dann würde ich sagen, wie viele Köpfe haben wir jetzt gesammelt? 3 Stück. Wir hatten 6 im Lager oder sowas, glaube ich. Macht 9 reicht noch nicht. Gut. Speed geht noch ein paar Sekunden. Halte ich schon mal bereit. Wobei. Oh, Moment. Wir können auch einfach eins drüber usen. Ist ja egal, die paar Sekunden.